Bei Fahrradpannen, beim Schminken oder als Push-Up-BH. Ducktape ist wasserdicht, hält 35 Kilo Gewicht aus und ist hitzeresistent. Ist das Klebeband also die Allzweckwaffe? Wir haben das gecheckt. Hier kommen die Ducktape-Hacks. Warum sind manche Steckdosen eigentlich so komisch angebracht? Entweder zu tief oder zu hoch für ein Ladekabel. Aber mit Klebeband lässt sich schnell eine Handytasche basteln. Das Tape doppelseitig aufeinander kleben, in die Mitte noch ein Guckfenster schneiden und schon muss das Telefon nicht mehr auf dem Boden liegen. Also ich muss schon sagen, ich finde es wirklich sehr praktisch. Ich hätte es nicht gedacht. Man kann es natürlich ein bisschen schöner basteln. Es ist jetzt auch nicht die allerschönste Variante, aber immerhin besser, wenn das Handy einfach auf dem Boden hängt und das Ladekabel dadurch kaputt geht. Jede Frau kennt das Problem. Neue Stilettos mit rutschigen Ledersohlen. Wenn man nicht eine Begleitung an der Hand hat, kann man sich auch mit Ducktape helfen. Die Sohle mit einem Streifen bekleben und der Schuh wird rutschfest. Und schon kann man wieder eine flotte Sohle aufs Parkett legen. Einmachgläser können ziemlich fest verschlossen sein. Einfach das Gaffertape um den Deckel kleben und schon wirkt die Zugkraft. So lässt sich das Marmeladenglas ganz leicht öffnen. Unterwegs mit dem Rad und plötzlich ein Platten. Aber den Reifen auf die Schnelle zu flicken, wäre viel zu kompliziert. Der Tipp vom Fachmann, zuerst den Schlauch auf dem Asphalt aufrauen, schnell das Panzerband gezückt und das Loch zukleben. Am Ende alles aufpumpen, das sollte auf jeden Fall ein paar Kilometer halten. Schummelei mit Tape. Mit dem Klebeband lässt sich sogar mehr Dekolleté zaubern. Und fertig, nur Vorsicht beim Abziehen. Die Augen gekonnt betonen, das ist auch mit Tape möglich. Das Band am unteren Augenlid bis zum Ende der Braue kleben, danach drüber pinseln. So gelingt die perfekte Lidschattenform, wie beim Profi-Visagisten. Ob im Alltag als Retter in der Not oder Beauty-Helfer, das Tape ist überall einsetzbar, für 10 Euro erschwinglich und es hält, was es verspricht. Sogar unser Model.